warst du die letzten Monate? Du siehst ja aus, als wärst du permanent in der Muckibude gewesen. Nein, ich habe nur an einem Abendkurs gegen plötzlich auftretenden Haarausfall teilgenommen. Nur wegen dir haben deine Kumpels sie nicht verschrottet. Weil nur du als Fahrzeughalter den Anspruch auf die Abwrackprämie hast. Ich werde noch ein letztes Mal fahren. Das bin ich mir und meinem alten Kumpel Toffersen schuldig. Und danach werde ich einen Song mit ihm aufnehmen. Ich hab schon geübt. Heute hauen wir richtig auf die Pauke. Und der ganze Ärger bleibt zu Hause. Wir wandern von der Oder bis zum Rhein. Hey, das ist angezapft, los, schenk was ein. Gute Nachrichten. Wir haben erfahren, dass der weltweit gesuchte Pubheld aus Tortuga morgen ein illegales Rennen abhält im Pubtown, um für seine miesen Geschäfte einen Kurierfahrer zu werden. Aber der Typ, der zeigt sich nie. Der schickt immer seinen Handlanger vor, am Campus. Unser neuester Informant, Mr. David Papp, war so nett, uns seinen Platz im Rennen zu verschaffen. O'Connor, Sie sind dran. Ihr wisst alle, wieso ihr hier seid. Gute Fahrer gibt's wie Sand am Meer. Ich will jemand, der nicht nur Benzin, sondern auch mal Diesel tanken würde. Jemanden, der mit seinem 10-Sekunden-Auto nicht nur geradeaus fährt, sondern auch da fährt, wo sonst keiner fahren würde. Wer das Rennen gewinnt, kriegt den Job. Soweit alles klar? Nein, Mann, nicht alles klar. Wer macht die Straßen dicht? Niemand. Die Straßen sind doch schon dicht. Willst du das wirklich durchziehen? Es hat sich viel verändert. Musst du mich immer auf meinen Haarausfall ansprechen? Deshalb liegst du morgens immer allein im Bett. I got a memory. I got a memory.
Der Kerl hat's immer noch nicht drauf, außer auf dem Kopf. Jetzt ist wenigstens klar, dass du mich nicht auf normalen Wege schlagen kannst. Die Frage ist doch eigentlich nur, wie dieser normale Weg aussieht. Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg wird steinig und schwer. Aber dieser Weg war zu schaffen. Das nenne ich einen richtigen Fahrer. Nein, das ist Kuhscheiße, Mann. Heul dich bei Mutti aus. Jetzt bist du einer von meinen Fahrern. Ab morgen kannst du anfangen. Auf der U2 von Berlin-Alexanderplatz nach Zoologischer Garten. Thank you. Road 66.